Wie würde ich den Klimawandel beschreiben? Ich denke, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die Menschheit je stand. Er ist mittlerweile überall weltweit spürbar und messbar. Er ist real. Die Mehrheit der Klimaforscherinnen und Wissenschaftlerinnen bestätigen das. Und was auch klar ist, dass er menschenverursacht ist. Inwiefern menschenverursacht? Mit dem Beginn der Industrialisierung kam es zu einer massiven Zunahme des Ausstoßes von Treibhausgasen. Zum Beispiel dadurch, dass wir Strom und Wärme auf Basis von fossilen Energieträgern erzeugt haben, dass die Massentierhaltung zur Ernährung der Menschheit eingeführt und massiv umgesetzt wurde, dass die Landwirtschaft intensiviert wurde, zum Beispiel durch Düngung. Und all diese Prozesse haben zum Ausstoß von CO2, von Methan und anderen Treibhausgasen geführt, die jetzt wie eine große Hülle um die Erde liegen. Der Effekt dieser Treibhausgashülle um die Erde ist, dass wenn Sonnenlicht auf die Erde einfällt, wird dieses Sonnenlicht auf der Erdatmosphäre in Wärme umgewandelt. Und diese Wärme kann eigentlich die Erde wieder verlassen als Wärmestrahlung. Aber diese Hülle aus Treibhausgasen behindert das Austreten der Wärmestrahlung. Und dadurch kommt es mehr als in den Jahren vor der Industrialisierung zu einer Aufheizung der Erde. Was sind die Effekte? Weltweit schmelzen die Gletscher. Der Meeresspiegel ist angestiegen und wird weiter steigen. Was wir auch wissen ist, dass die Erwärmung, die mittlerweile ungefähr bei 1 Grad weltweit liegt, dass die weiter fortschreiten wird und sogar sich beschleunigen wird. So wissen wir zum Beispiel, dass die 15 wärmsten Jahre innerhalb, also im Zeitraum seit 1980, in den letzten Jahren seit dem Jahre 2000 gelegen haben. Wir wissen auch, dass wenn wir einen bestimmten Punkt der globalen Erwärmung erreichen, dass dann Kippelemente erreicht werden. Zum Beispiel, wenn der Permafrostboden anfängt aufzutauen, werden weitere Klimagase freigesetzt, die dann wiederum zu einer Erhöhung des Treibhausgaseffektes führen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass durch das Abschmelzen der Gletscher die Landmassen frei werden an den Polen. Zum Beispiel. Und diese Landmassen sind natürlich dunkler als die Gletschermassen und dadurch wird noch mehr Sonnenlicht absorbiert und in Wärme umgewandelt und auch das führt dann wiederum zu einer Verstärkung des Wärmeeffektes. Prinzipiell muss man natürlich sagen, regional ist dieser Klimawandel, drückt sich ganz anders aus. Wir müssen ganz genau hingucken, wo wir uns befinden, um dann sagen zu können, wie sieht der Klimawandel regional aus und gegebenenfalls, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden und wo muss auch massiv Hilfe und Unterstützung geleistet werden?